Heute geht's hier im Podcast um den Willen, um deinen Willen und vor allem um die Frage, was du willst und wie du herausfindest, was du willst. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zu diesem Podcast Nummer 137 am 3. Dezember 2024. Das Jahr ist bald zu Ende. Jeden Dienstag gibt's hier einen Podcast über Modeling und NLP im Kanal von Ralf Stumpf Seminare aus Berlin. Dienstags kommt der Podcast, donnerstags häufig ein Webinar und am Samstag der Newsletter. Den kannst du abonnieren unter www.ralfstumpf.de/newsletter. Und alle bisherigen Podcasts findest du auf der Plattform, wo du den jetzt hier gerade hörst. Heute also über den Willen, was das überhaupt ist, dein Wille, was du überhaupt willst, ob du das überhaupt wollen kannst, bis hin zu der Frage, ob es überhaupt einen freien Willen gibt. Und das gucken wir uns heute alles gemeinsam an. Viel Spaß beim Zuhören. Ich stelle ja immer ein Wort in den Mittelpunkt dieser Podcast-Reihe und heute also das Wort Wille. Und wenn ich mich dann diesem Wort nähere, dann gucke ich gerne ein bisschen in die Wortgeschichte. Bei dem Wort Wille ist das jetzt ein bisschen anders oder seltsam oder eigenartig im Vergleich zu sonst, weil da gibt es jetzt kein großartiges Wort, worauf sich dieses Wort bezieht, denn es ist eins dieser Ursprungsworte, eines dieser Wurzelworte. Das heißt, die Idee ist wohl schon so alt, dass man eher sagen kann, vieles leitet sich aus dieser Idee ab. Du hättest einen Willen und worauf es gründet, verliert sich im Dunkel der Geschichte. Ich fand sehr interessant einige Wortverwandtschaften, die ich bis jetzt auch nicht wusste, die ich also jetzt bei der Recherche des Wortes gefunden habe. Und zwar, vielleicht kennst du diesen Satz, Kunst kommt von Können, käme sie von Wollen, würde es hieße sie Wunst. Das ist lustig, wenn auch falsch, denn Kunst kommt wirklich von dem Wort Können, aber käme sie von Wollen, hieße sie Wunsch. Das heißt, die Worte Wollen und Wünschen sind sehr eng miteinander verwandt. Das heißt, der Wunsch und der Wille sind auch sehr eng miteinander verwandt. Ich fand das interessant, weil ich habe früher mehr als heute in Seminaren oft den Leuten, wenn das so Einführungsseminare waren, dann im Grunde eine Frage dreimal gestellt, ohne dass das die Menschen gemerkt haben. Und dahinter steht eine Idee. Also ich habe einmal gefragt, was ist dein Ziel? Oder bitte schreibt eure Ziele auf. Und dann habe ich vielleicht 2 Stunden später gesagt, also wir haben immer wieder mal Listen geschrieben in diesen Seminaren, 2 Stunden später gefragt, was willst du? Und vielleicht nochmal 2 Stunden später gebeten, den Satz zu ergänzen, am liebsten würde ich jetzt oder wofür würdest du jetzt alles stehen und liegen lassen? Und habe dann nach der 3. Runde den Leuten gesagt, liebe Leute, wenn nicht auf allen 3 Listen das Gleiche steht, dann habt ihr wahrscheinlich ein Problem. Weil natürlich im Grunde die Frage, was ist dein Ziel und was willst du? Naja, wo ist der Unterschied? Das sollte deckungsgleich sein. Und wenn das nicht auch dem entspricht, worauf du Lust hast, woran du Spaß hast, wofür du jetzt am liebsten alle stehen und liegen lassen würdest, das ist natürlich auch ein bisschen schwierig. Aber bei dieser Frage, was ist dein Ziel und was willst du, da steht eine Beobachtung dahinter aus dem NLP, über die ich auch gerade eine Newsletter-Serie aktuell schreibe, und zwar, dass es erstaunlich große Unterschiede macht, ob ich nach irgendetwas mit einem Hauptwort frage oder mit einem Verb. Also das Hauptwort ist ja, was ist dein Ziel? Oder ich könnte auch fragen, was ist dein Wille? Oder wenn es nach deinem Willen ginge, was wäre dann sowas in der Richtung? Und was willst du, ist dann das Verb. Und es ist erstaunlich und häufig gar nicht bekannt, dass im Deutschen, wie der Name schon sagt, die Hauptwörter die Hauptsache sind und dass die Hauptwörter in den meisten Fällen mit mehr Emotion, mit mehr emotionaler Ladung verbunden sind als die Verben. Das heißt, was ist dein Wille, ist
normalerweise interessanter zu beantworten als das mit dem Verb. Du kennst vielleicht aus dem Vaterunser die Zeile, dein Wille geschehe. Ja, was würde denn passieren, wenn dein Wille geschehen würde? Würdest du dich da wohlfühlen? Würdest du dich da unwohl fühlen? Ist es das, was du willst? Ich meine, kleine Kinder, die stampfen dann oft auf den Boden und sagen, ich will, ich will, ich will. Also die verwenden das Verb. Und ja, das macht auch schon ganz spannende Sachen. Heute geht's, wenn es um den Willen geht, natürlich sehr stark um den Handlungsbereich, weil das Wollen gehört zum Handlungsbereich, so wie das Sein zum Erkenntnisbereich gehört und das Fühlen, Mitfühlen, Einfühlen zum Beziehungsbereich gehört. Und es ist ja auch so, dass man aus der Gehirnforschung inzwischen weiß, dass das Wollen wirklich Energie kostet. Im Gegensatz zum Sein, was eben einfach so geschieht. Das heißt, es gibt wirklich so eine, man nennt das, glaube ich, Entscheidungsermüdung. Das heißt, wenn man Leuten sehr viele Fragen stellt, was sie wollen, also wenn ganz viele so kleine, alberne Entscheidungen treffen müssen und man dann den Test macht, wie lange Menschen Lust haben, ihre Hand in unangenehm kaltes Wasser zu halten, dann ist es so, dass diejenigen, die vorher viele Entscheidungen treffen mussten, ihre Hand weniger lange in das kalte Wasser halten wollen oder können, weil sozusagen Teile ihrer Energiereserven aufgebraucht sind. Das heißt, etwas zu wollen, etwas zu entscheiden, kostet Kraft. Und drum ist es so und vermutlich auch ganz begründet, dass Leute wie Tony Robbins oder Jürgen Höller oder Bodo Schäfer, also die halt dieses handlungstypisch grüne Power-NLP machen, dass die ihren Teilnehmern immer wieder sagen, dass man den Willen üben muss. Und da ist auch was dran, weil alle drei Bereiche wachsen zu einem guten Teil auch am Widerstand. Und naja, der Werner Winkler hat in einem seiner Newsletter mal so schön den drei Bereichen Beziehungs-, Erkenntnis- und Handlungsbereich die drei Worte Ja, Vielleicht und Nein zugeordnet. Und ich stimme dem sofort zu. Ich fand nur die Begründung zum Teil ganz lustig. Er sagt, der Beziehungstyp neigt vorschnell zum Ja, weil das Ja halt normalerweise Beziehung macht. Ja, gut, dem stimme ich zu. Der Erkenntnistyp neigt dazu, erstmal vielleicht zu sagen, weil er halt noch drüber nachdenken will. Dann meinte der Werner Winkler. Und der Handlungstyp sagt reflexhaft Nein, weil er sonst seinen Zeitplan nicht durchhalten kann. Das fand ich eine putzige Begründung mit dem Zeitplan. Und Werner Winkler empfiehlt dann in diesem Newsletter allen drei Typen, sie könnten mal das Wort des nächsten Bereichs probieren. Das heißt, der Beziehungstyp könnte, statt dass er einfach klar Nein sagt, einfach mal vielleicht sagen, um sich ein bisschen Bedenkzeit zu gönnen. Der Handlungstyp könnte statt Nein einfach auch mal Ja sagen, um in eine Beziehung zu kommen. Und der Erkenntnistyp, du merkst, ich habe die Reihenfolge gerade geändert, und der Erkenntnistyp könnte manchmal statt vielleicht einfach ganz klar Nein sagen, weil damit stärkt er seinen Willen. Ja, und da hat der Werner Winkler absolut recht. Also wenn du deinen Willen stärken willst, dann sag einfach öfter mal Nein. Ich habe darüber auch mal einen Newsletter geschrieben zum Thema Nein sagen. Ich werde den hinterher suchen und ziemlich sicher unten drunter verlinken. Bodo Schäfer hat in seinem Seminar ein paar lustige Sätze gesagt. Einer, der mir sehr lustig erschien, war, dass er erzählt hat. Ich meine, das ist ein orientalischer Storyteller. Ich weiß nicht, ob das alles stimmt, aber die Geschichten sind trotzdem gut. Er hat erzählt, dass er mal irgendwann beschlossen hat, seinen Tagessatz von 1.000 Euro auf 10.000 Euro anzuheben, was doch ziemlich hoch ist. Und dann meinte er, wenn er dann in Firmen war und die haben ihn gefragt, Herr Schäfer, was nehmen Sie denn pro Tag? Und er meinte, ich nehme 10.000 Euro. Und dann blieb denen die Spucke weg und sie fragten, um Gottes Willen, mit welcher Begründung nehmen Sie 10.000 Euro? Und dann meinte er, seine Begründung war, weil ich das will. Und das hat mich beeindruckt. Das hat mir imponiert. Also nein, ich nehme diese Begründung nicht, wenn mich jemand nach meinem Preis fragt. Aber ich verstehe durchaus, dass das natürlich den Willen stärkt und wahrscheinlich auch einem das ein oder andere Nein bringt von den Kunden. Aber zu begründen, das ist so, weil ich das will, ja, das geht
sehr in diesem Bereich von Willensstärken durch Widerstand. Okay, jetzt lass uns zum Hauptthema dieses Podcasts kommen, nämlich der Frage, was willst du eigentlich? Was willst du eigentlich? Es gibt einen sehr berühmten Satz von Aleister Crowley, diesem magischen Tarotmeister, von dem Robert Anton Wilson sehr viel schreibt. Und damit gehört für mich Crowley über zwei Ecken auch irgendwie zum NLP, weil Robert Anton Wilson, ein Autor, den ich wirklich sehr schätze, war ja am Ende sozusagen der letzte offizielle Anhänger oder Vertreter des NLT, des neurolinguistischen Trainings nach Alfred Kraft-Kozipski, also der Vorläufermethode von NLP, dem neurolinguistischen Programmieren. Und Robert Anton Wilson hat auch zusammen mit Richard Bandler dann später noch Seminare gegeben. Das heißt, die beiden waren dann irgendwie, konnten gut miteinander. Und ich verstehe das auch, weil das passt hervorragend zum NLP, auch wenn Wilson wohl der Meinung war, dass das Original NLT vielleicht ein Spur besser ist als das NLP. Wenn du jetzt NLT lernen willst, kann ich dir leider keine Quelle geben. Außer vielleicht den Tipp, versuch mal das Buch von Kozipski zu lesen. Du findest es bei Google Books komplett eingescannt und kostenlos und viel Spaß bei der Lektüre. Also ich habe es nicht geschafft. Es ist schon wirklich sehr kompliziert und sehr englisch. Amerikanisch. Jedenfalls schreibt Robert Anton Wilson in seinen Büchern gerne von Crowley und auch davon, dass Crowley in seiner Methode einen Satz sehr betont hat. Und zwar war das dieser Satz, tu, was du willst, ist das ganze Gesetz. Und dann weist Wilson auch darauf hin, dass Crowley gesagt hat, tu, was du willst, nicht tu, was du magst. Das war für ihn ein Unterschied. Und deswegen war für Crowley ein ganz großer Teil seiner Lehre, den Leuten zu helfen, herauszufinden, was sie eigentlich wollen. Das heißt, es geht nicht darum, dass du irgendwelchen komischen Impulsen folgst, fremdgesteuert mit Aversions- und Appetenzreizen, sowas in der Richtung, sondern der erste Schritt wäre, finde mal raus, was du wirklich willst. Und wenn du herausgefunden hast, was du wirklich willst, ja dann tu's. Und von daher, tu, was du willst, ist das ganze Gesetz. Das ist häufig mit Konsequenzen verbunden. Da ist oft ein Preisschild dran. Ich erinnere mich an eine Geschichte, die habe ich erlebt bei Marshall Rosenberg im Seminar. Da meinte Marshall Rosenberg auch, dass man allzu leicht sagt, ja, ich muss ja, ich habe ja keine Wahl und man hätte immer eine Wahl. Und dann hat irgendjemand in den Raum geworfen, Steuern zahlen. Und alle haben gelacht, so nach dem Motto, ja, da hast du ja keine Wahl, Steuern zahlen musste ja. Und dann meinte Marshall Rosenberg, er kann das sehr gut verstehen, er war auch lange Zeit nicht einverstanden damit, was die amerikanische Regierung mit seinen Steuergeldern macht. Deswegen hätte er dann einfach einige Jahre lang keine Steuern bezahlt. Und dann haben wir alle gelacht und haben gesagt, Marshall, wie hast du das denn gemacht, keine Steuern zu zahlen? Und dann meinte Marshall Rosenberg, indem er ganz bewusst nur so viel Geld verdient hat, dass er unter der Besteuerungsgrenze war. Das heißt, dass er quasi unter der Armutsgrenze war. Ja, da haben wir dann nicht mehr gelacht. Und dann meinte er in dieses nun betretene Schweigen hinein, Leute, ihr habt immer eine Wahlmöglichkeit, sagt nicht, dass ihr nicht könnt und dass ihr müsst. Und das heißt, wenn du keine Steuern zahlen willst, ja, dann musst du eben auch den Preis dafür bezahlen. Und wenn du keine Steuern zahlen willst, aber trotzdem halt nichts Kriminelles machen willst, dann ist der naheliegende Weg, verdien halt einfach nur noch so viel Geld, dass du keine Steuern zahlen musst. Ich fand das interessant zu merken, wenn du wirklich weißt, was du willst, dann kannst du es normalerweise auch tun. Aber nun, in meinen Coachings, kann ich dir sagen, kommt das Thema ziemlich oft, dass Leute kommen und mit der Frage, was will ich eigentlich? Und da denke ich mir als NLPler, der ja immer vom Guten ausgeht, von der guten Absicht und davon, dass die Sachen vielleicht einen Sinn haben, naja, wenn so viele Leute mit dieser Frage ein Problem haben, was sie wollen, vielleicht ist dann wirklich die Frage das Problem und nicht die Antwort. Also da beziehe ich mich jetzt nochmal auf Keith Johnston, der war ja ursprünglich Lehrer
Und er hat uns im Seminar immer wieder gesagt, dass man in der Schule halt ein paar ganz ungünstige Metastrategien lernt. Und eine davon wäre halt quasi der Reflex, dass wenn der Lehrer eine Frage stellt, man die beantwortet. Und darum meinte Keith Johnson dann, gut wäre doch, dass wenn einem eine Frage gestellt wird, man überhaupt erst mal rausfindet, ob man jetzt Lust hat, diese Frage zu beantworten. Und da meinte er, wir sollten uns vorstellen, wie das wäre. Man sitzt als Kind im Unterricht und der Lehrer stellt eine Frage an einen und man sagt sowas wie, also wenn ich so genau in mich reinfühle, habe ich gerade keine Lust, diese Frage zu beantworten. Es ist keine schöne Frage. Naja, ich meine, wie oft machst du das in der Schule, bis du merkst, die Strategie ist nicht gut. Aber du bist inzwischen sehr erwachsen. Und wenn du merken solltest, dass diese Frage, was willst du eigentlich wirklich, dass diese Frage dich irgendwie bedrängt, nervt, wie auch immer, dann ist es ja vielleicht doch eine gute Idee, mal einen Schritt zurückzutreten und sich zu fragen, ja, warum um Gottes Willen soll ich diese Frage überhaupt beantworten? Möglicherweise ist die Frage für mich ja irrelevant. Und ich nenne das intern bei mir die Brecht-Strategie, weil es gibt von Bertolt Brecht diese wunderschönen Geschichten von Herrn K. oder Geschichten von Herrn Keune. Und eine davon hat mich wirklich sehr beeindruckt. Die geht folgendermaßen. Es kommt ein Mann zu Herrn K. und fragt ihn, gibt es einen Gott? Und Herr K. antwortet, indem er sagt, das kann ich dir leider auch nicht sagen, aber ich kann dir insofern helfen, dass ich dir eine Gegenfrage stelle. Würde es in deinem Leben etwas ändern, wenn es einen Gott gäbe? Wenn ja, dann brauchst du einen Gott. Wenn nein, dann ist die Frage für dich irrelevant. Und das finde ich eine tolle Geschichte und eine tolle Strategie. Das heißt, wenn du dich fragst, wofür willst du eigentlich überhaupt wissen, was du wirklich willst, was wirklich dein Ziel ist, deine Berufung, deine Vision, dein was auch immer, dann sei die Gegenfrage erlaubt, ja, mein Gott, und was ändert sich dann? Also wie kommst du auf die Idee, dass dein Leben so viel besser wäre, wenn du wirklich wüsstest, was du willst? Und wir sind noch nicht bei der Frage nach dem freien Willen, also ob du überhaupt wissen kannst, was du eigentlich willst, oder vielleicht noch verrückter, ob du überhaupt irgendwas willst. Vielleicht will gar nicht jeder irgendwas. Das wäre doch eine spannende Idee. Also wenn so viele Leute mit dieser Frage ringen, dann könnte ja sein, dass wir uns mal die Frage angucken müssen. Und wenn wir die Frage anschauen, dann können wir sie in zweifacher Art einsortieren. Zum einen, das habe ich schon gemacht, wir können sie einsortieren in der Psychografie, wo wir sagen, die Frage, was will ich, ist Handlungsbereich. Die entsprechende Frage im Erkenntnisbereich wäre die Frage, wer bin ich? Und im Beziehungsbereich wäre das die Frage, zu wem gehöre ich und wer gehört zu mir? Und vielleicht ist eine von diesen beiden anderen Fragen eine, die du viel lieber beantworten würdest, bevor du dich mit der Frage beschäftigst, was will ich? Ich kann dir insofern mal einen kleinen Tipp geben, gerade wenn du Beziehungstyp bist. Da ist mir sehr früh aufgefallen, dass natürlich man nicht gut innerhalb des Dreiecks einen Bereich überspringen kann. Das heißt, für einen Beziehungstypen gilt auf jeden Fall die Regel, bevor du nicht weißt, wer du bist, wirst du auch niemals wissen, was du willst. Ich drücke es in der Metapher aus. Die Frage, willst du in der Wüste leben oder am Pol, ist natürlich sehr davon abhängig, ob du ein Löwe bist oder ein Eisbär. Ja, für den einen passt das, für den anderen passt das. Also die Frage, willst du tief im Wasser schwimmen, ist natürlich sehr unterschiedlich, je nachdem, ob du ein Fisch bist oder ein Adler. Ja gut, der Seeadler schwimmt auch ein bisschen im Wasser, aber halt vielleicht nicht ganz so tief. Du weißt, worauf ich hinaus will. Also solange du in dem Fall nicht weißt, wer du bist, ist es auch sehr schwer zu sagen, was du willst. Also könnte das schon mal eine Idee sein, sich da vielleicht eine andere Frage zu nehmen. Also die eine Einordnung ist Handlungsbereich im Gegensatz zu Beziehungsbereich und Erkenntnisbereich. Und die zweite Einordnung, nämlich wenn es die Frage ist, was will ich oder was willst du, dann sind wir natürlich im Spiral Dynamics Modell auf der individuellen Seite, also wahrscheinlich auf Orange. Auf Orange geht es intensiv um die Frage, was will ich? Und auch da ist die Frage, vielleicht willst du gerade gar nicht auf Orange sein. Also wenn wir mal ein Stück zurückgehen auf Spiral Dynamic Blau, da ist das Schöne, wenn du blau bist, also ich meine jetzt nicht alkoholisiert, ich meine jetzt Spiral Dynamics mäßig, dann musst du dich dein ganzes Leben lang nicht um die Frage kümmern, was du willst.
Weil du dann nämlich einfach das machst, was alle machen. Das heißt, dann wirst du irgendwann größer, du fängst an als Kind, Jugendlicher, machst irgendwann eine Ausbildung, heiratest, bekommst Kinder, baust dein Häuschen, zahlst den Bausparvertrag ein und später ab, bekommst dann, wie gesagt, Kinder, Enkel, Rente, was weiß ich, das ist alles vorgegeben. Und zwischendurch gehst du in die Kirche und hältst halt die Gebote ein, die der Pfarrer dir sagt. Also so ein blaues Leben in all seiner Pracht und Schönheit, und da ist null Sarkasmus mit drin, ich glaube, dass das blaue Leben, wenn man es lebt, wirklich ein sehr schönes Leben ist. In diesem blauen Leben stellt sich an keinem einzigen Tag die Frage, was willst du eigentlich? Es gibt da zwar auch im Christentum die Idee des freien Willens, das ist logisch notwendig, denn wenn es keinen freien Willen gibt, dann gibt ja auch die Idee der Sünde keinen Sinn. Das heißt, der Mensch im Christentum ist frei, den Geboten Gottes zu folgen oder auch nicht, weil, wie gesagt, sonst könnte man ja nicht sündigen. Aber du musst dir jetzt nicht groß Gedanken machen, was genau du willst, sondern es ist mehr so eine Grundentscheidung, will ich oder will ich nicht mich an die Gebote Gottes halten. Und wenn du zum Ergebnis kommst, ja, dann siehe Bibel und allerlei kirchliche Texte, dann kannst du dich einfach an die halten und an die Gesetze des Staates, in denen du lebst. Und wenn du zum Ergebnis kommst, nein, dann halt nicht, aber dann bist du wahrscheinlich bereits auf dem Weg nach Orange, um darüber zu gehen. Das heißt, schöne blaue Welt, die Frage, was du willst, spielt überhaupt gar keine Rolle. Und dasselbige ist wieder in der grünen Welt. Da hast du zum einen wieder von außen bestimmte Gesetze und Vorschriften, sowas wie zum Beispiel Klimaneutralität, bestimmte Arten von Achtsamkeit miteinander umgehen, Mikroaggressionen vermeiden und Ähnliches, wo dir gesellschaftlich vorgegeben wird. Aber noch viel wichtiger auf Grün ist, dass du natürlich lernst, nach innen zu lauschen, zu deinen unbewussten Anteilen. Und herausfindest, was die wollen, denn dein Unbewusstes ist ja auf deiner Seite und kennt die Wahrheit und der Körper hat immer recht, wie ein Buchtitel heißt. Und von daher ist die Frage, was du willst, gar nicht so wichtig, weil wenn du richtig tiefgrün bist, dann wirst du das bewusste, rationale Selbst, deinen Verstand sowieso sehr gering schätzen und dann einfach das machen, was von innen so gewollt wird, um es mal so auszudrücken. Das heißt, wenn du zum Beispiel noch sehr in der blauen Phase stecken tätest, was ich bezweifle, wenn du diesen Podcast hörst, oder aber sehr in grün bist, was ich mir sehr gut vorstellen kann, wenn du diesen Podcast hörst, dann könnte sein, dass dieses ständige, nervige Frage, was willst du, was ist dein Ziel, was sind ihre Ziele, wo sehen sie sich in 20 Jahren, sowas in der Art, dass es dich einfach ganz fürchterlich nervt, weil du vielleicht sehr grün bist und von daher dich lieber den Wogen des Lebens anvertraust, go with the flow, und da sehr viel Vertrauen auch hast und da einfach mitgehst und dich auf eine gute Art treiben lässt, also dich dem Fluss des Lebens anvertraust. Und sobald du das machst, ist einfach nicht mehr die Frage, was du willst. Die käme dann wieder auf Gelb. Weil dann auch die Frage ist, nachdem du ja vorher dein Unbewusstes entdeckt hast, ob es dann nicht eigentlich wieder heißen müsste, was wollen wir alle inneren Teile? Aber das ist dann halt, wie gesagt, Gelb. Okay, das heißt, es könnte sein, dass bevor du dich auf die Frage stürzt, was will ich, oder die Frage beantwortest, was willst du, du zwei Fragen vorher für dich klärst. Die eine Frage ist im Psychografie-Dreieck, ist es wirklich das, was ich wissen will? Oder ist es für mich vielleicht jetzt gerade spannender, herauszufinden, wer ich bin? Oder zu welchen Leuten ich gehöre und welche Leute zu mir gehören? In beiden Fällen wäre die Frage, was du willst, nicht mehr so im Vordergrund. Und die zweite Strategie, wenn du merkst, die Frage nervt dich, wäre dann halt, dass du ins Spiral Dynamics Modell gehst und dich fragst, na Moment, warum soll ich mir eigentlich gerade eine tief orangene Frage stellen, wenn ich vielleicht selber gar nicht auf Orange bin? Und dann wäre auch die Frage, was willst du, gar nicht so wichtig. Dann würdest du eher darauf achten, was wollen wir, was will die Gesellschaft, was will es, was ist zu wollen? Und du würdest deinen Willen einem größerem Willen unterordnen, oder, falls dir das Wort besser gefällt, du würdest dich einordnen. Beides ist, finde ich, eine ganz wunderbare Strategie. Für den Fall, dass du aber rausfindest, nee, echt,
Also es ist Handlungsbereich und es ist orange und du möchtest, oder vielleicht sogar gelb, und du möchtest wirklich, wirklich rausfinden. Du möchtest wirklich rausfinden, was du willst. Du möchtest es einfach wissen. Und dann will ich dir zum Schluss noch eine Idee geben von Frau Birkenbiel, die natürlich auch an der Frage dran war und die auch gemerkt hat, dass es schwierig sein kann, rauszufinden, was man selber will. Und dafür hat sie eine Übung sich ausgedacht. Ich übersetze die Übung mal in das 21. Jahrhundert, weil bei ihr läuft die Übung noch mit Kassettenrekorder. Das geht heute einfacher. Und zwar nimm dein Handy oder irgendein Aufnahmegerät und nimm eine Sounddatei auf, wo du einmal die Frage stellst, was will ich wirklich? Und dann lässt du ungefähr 30 Sekunden Stille und drückst auf Stop. Jetzt hast du eine Sounddatei von ungefähr 30 Sekunden Länge, auf der die Frage ist, was will ich wirklich? Die spielst du jetzt ab und zwar in Endlosschleife, sodass deine eigene Stimme dich alle 30 Sekunden fragt, was will ich wirklich? Was will ich wirklich? Was will ich wirklich? Dann stellst du dir einen Wecker, das ist in den meisten Handys mit drin, und gönnst dir das Ganze 10 oder 15 Minuten. Da kannst du mal gucken, wie lange du das durchhältst. Das heißt, dass du 10 bis 15 Minuten dir in so einem leichten Trance-Zustand immer wieder die Frage anhörst, was will ich wirklich? Und du, immer wenn die kommt, alle 30 Sekunden, versuchst sie zu beantworten. Und das Ganze machst du nach Original Birkenbiel bitte 14 Tage lang. Und da schreibt die Birkenbiel in einem Text, wenn du das machst, wirst du merken, am Anfang kommen alle möglichen schönen Sachen. So nach 2 bis 3 Tagen beginnt diese Übung fürchterlich zu nerven. Das ist die Stelle, wo viele Menschen abbrechen, weil sie einfach keinen Bock mehr haben. Man wird dann zornig und wütend und kriegt einen Hass auf sich selber. Da meint die Birkenbiel, bleibt dran. Denn vielleicht nach einer Woche, war ihre Theorie, spricht dann dein wirkliches Selbst und du kommst auf Dinge, die du vielleicht gar nicht geahnt hast. Die Übung ist hart, sie ist durchaus auch anstrengend, was aber auch passt, weil Wille wächst am Widerstand. Ich kann sie dir sehr empfehlen. Ich kann sie dir wirklich sehr empfehlen, weil du dich nach dieser Übung nicht mehr mit irgendwelchen banalen Antworten abspeist. Und jetzt mal, hey, 14 Tage lang, jeden Tag 10 Minuten. Das sollte eigentlich drin sein, das zu machen, um das rauszufinden. Und klar, du kannst immer hinterher irgendwie aufschreiben, was heute das Tagesergebnis war. Und jede Wette, am Ende kommt irgendetwas raus, mit dem du am Anfang überhaupt nicht gerechnet hättest. Oder noch anders gesagt, wenn du ohnehin sicher weißt, was du willst, gibt es ja für dich keinen Grund, diese Übung zu machen. Aber wenn du halt an dieser Frage hängst und dich wirklich, wirklich fragst, was du willst und wirklich wissen willst, was du willst und nicht zufrieden bist, nur zu wissen, wer du bist und zu wem du gehörst und dich auch keinem größeren Willen unter oder einordnen willst, weil du wirklich rausfinden willst, was du willst, aber du weißt es nicht, dann wäre mein Tipp, mach diese Übung von Frau Birkenbiel, weil die ist wirklich gut, sowohl die Frau als auch die Übung und finde raus, was du willst. Und dann kannst du ja gucken, inwieweit das für dich passt. Tu, was du willst, ist das ganze Gesetz. Man könnte noch ein bisschen drüber nachdenken, ob es einen freien Willen gibt, weil wenn ich so angucke, was ich heute meine und glaube und will, dann ist mir schon klar, dass das aufgrund bestimmter Prägungen und Erfahrungen kommt. Also mal als Beispiel, wenn ich gucke, meine gesellschaftlichen und politischen Einstellungen, die ich habe, das ist ein bestimmter Blick auf die Welt. Und wenn ich dann meine Biografie anschaue, merke ich, ja, ich hatte dieses Gespräch, dieses Erlebnis, dieses Buch, diesen Gedanken. Und dann kann ich die Jahre und Jahrzehnte zurückgehen und kann so Schritt für Schritt nachvollziehen, wie ich aufgrund meiner Geschichte zu der Meinung, zu dem Willen gekommen bin, den ich heute habe. Und mir ist völlig klar, hätte ich andere Menschen getroffen, andere Gespräche geführt, andere Erfahrungen gemacht, andere Bücher gelesen, dann würde ich heute etwas anderes wollen. Möglicherweise sogar das komplette Gegenteil von dem, was ich heute will. Das heißt, es fällt mir sehr schwer, dass ich das, was ich will und meine und glaube, jetzt so übermäßig ernst nehme, weil ich sehe halt einfach, wie willkürlich das teilweise wirklich auch dazu entstanden ist. Also könnte ich mich jetzt fragen, und die Frage wurde ja oft gestellt, ist das überhaupt meine freie Entscheidung gewesen? Also ich meine, ich habe mir nicht ausgesucht. Gut, es gibt esoterische Meinungen, die sagen, man hat sich's rausgesucht, aber ich sage mal so, ich habe mir nicht ausgesucht, wann und wo ich hineingeboren wurde und wen ich in meinen ersten Jahren getroffen habe und wer meine Lehrer an der Schule waren und alles das. Das heißt, da ist ja viel Prägung von außen. Also kann es überhaupt so etwas wie einen freien Willen geben? Und da kann ich dir jetzt zwei, drei lustige Antworten drauf anbieten. Also mein Eindruck ist,
Die meisten Leute, wenn sie konfrontiert werden mit irgendwelchen angeblichen Ergebnissen der Gehirnforschung, nachdem es eigentlich keinen freien Willen gibt, nicken dann und du siehst ihn aber an, sie wollen das einfach nicht akzeptieren, weil der Gedanke, es gäbe keinen freien Willen, ist einem irgendwie zuwider. Wie soll man das denn weiterdenken? Ich habe neulich bei Michael Klonowski ein schönes Zitat dazu gefunden, der hat geschrieben, Menschen, die behaupten, es gäbe keinen freien Willen, solle man sofort erschießen, denn man hätte ja sowieso keine andere Wahl. Ich finde den Satz herrlich paradox, weil er natürlich stimmt in diesem Gedankenmodell. Und ich weiß nicht, ich habe so das Gefühl, dass wenn er das wirklich machen würde, dann jemanden damit zu drohen und zu sagen, ja, was soll ich tun? Ich habe ja auch keinen freien Willen. Ich muss das ja tun, dass dann der andere, der gerade noch behauptet hat, es gibt keinen freien Willen, vielleicht doch bereit ist, seine Meinung zu revidieren. Okay, aber die etwas wahrscheinlich fundiertere Antwort kommt im Grunde aus der Quantenphysik, weil die Idee ist ja, wenn du die Ursache der Ursache der Ursache der Ursache kennst, also wenn du, das war ja mal irgendwann die Idee, wenn eine überlegene Intelligenz von jedem einzelnen Atom im Universum die Position und die Bewegungsrichtung kennt, dann müsste diese überlegene Intelligenz ja im Grunde alles vorhersagen können und nachdem ja auch dein Denken und Fühlen sich abbilden lässt auf Hardware-Ebene in Neuronen und Synapsen und das ja auch aus Atomen besteht, müsste also wie gesagt eigentlich eine Intelligenz, ein ultimativer Computer, wie auch immer, ja alles vorhersagen können. Dann gäbe es keinen freien Willen, dann wäre er alles vorherbestimmt. Aber, wie du vielleicht weißt, hat die Quantenphysik ja vor ungefähr 100 Jahren Stück für Stück entdeckt, dass es auf der untersten Ebene, also auf der Quantenebene, den Zufall gibt. Also da passieren Dinge, die sind wirklich zufällig. Das sind Wahrscheinlichkeiten, die wir da sagen können, aber keine Sicherheiten. Das heißt, mal passiert das eine, mal passiert das andere. Also auch wenn es diese überragende Intelligenz gäbe, die wirklich von jedem Atom im Universum die Position und Bewegung kennen würde, könnte sie doch nichts vorhersagen. Und zwar einfach deswegen, weil sich immer wieder kleine Unschärfen einmischen, die am Ende, das kommt jetzt der Schmetterlingseffekt, die halt am Ende zu ganz, ganz großen Unterschieden im Ergebnis führen können. Und von daher, auf dieser untersten Ebene gibt es den Zufall im Sinne von Unvorhersehbarkeit. Und wenn du da ein bisschen höher chunkst, könntest du, wenn du wolltest, begründen, dass das letztendlich die Freiheit ist, der freie Wille, dass du halt nicht vorhersehbar bist, dass bis jetzt alle Versuche gescheitert sind, Menschen genau vorherzusagen. Also es ist wohl halbwegs möglich, Menschenmassen vorherzusagen, wie die reagieren, aber auch selbst da nicht. Guck dir Internet an, was zum Hype wird und was nicht. Während konkret vorherzusagen, wie ein einzelner Mensch reagiert und was er wirklich tut und was er will, das ist wiederum das ähnlich wie auf der Quantenebene. Da können wir von Wahrscheinlichkeiten reden. Wir wissen es aber nicht sicher. Es gibt immer wieder Einzelne, die da plötzlich einen eigenen Kopf haben, einen eigenen Willen und völlig verrückte Sachen machen und das Ganze auf eine häufig sehr gute und wertvolle Art durcheinander bringen. Vielleicht, weil sie wissen, was sie wollen. Ja, ist doch ein schöner Schluss für heute. Nächste Woche geht es um den Sinn des Ganzen. Du merkst, wir nähern uns Weihnachten und da passt das ja, wenn es dann also am 10. Dezember einen Podcast gibt zum Sinn. Und ich hoffe, du willst das dann auch. Und das war's für diese Woche. Ich danke dir fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.